Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Herzlich willkommen zum Wiki-Stammtisch Episode 2. Zu Gast heute Dr. Richard Heigl. Hallo Richard. Ach, hallo Sebastian. So wichtig ist es mit dem Doktor nicht, aber es gibt ihn. Du hast einen, genau. Warum hast du es dann gemacht, wenn man es dann nicht nennen soll? Ja, gut, wie das Leben halt so spielt. Ich wollte ja mal Historiker werden. Also ich bin Historiker, aber ich wollte mal an die Uni und da war das irgendwie wichtig. Ja, ich habe schon gesehen, du hast ja sonst was studiert. Germanistik, was noch? Historiker? Hast Geschichte, du, ja. Geschichte, Germanistik. Ja. An verschiedensten Universitäten. Ja, hauptsächlich in Regensburg. Dann hat es mich ein bisschen hinausgetragen in die Welt. Dann war ich in München, Welt. Oder dann auch mal ein Jahr in Südafrika oder so. Und ich bin aber eigentlich hauptsächlich in Regensburg stationiert. Und stammst aus Ettal? Ja, das ist so ein kleiner, berühmt gewordener Klosterort in den Bayerischen Alpen. Mhm. Und ja, da bin ich groß geworden. Das ist natürlich eine sehr reizvolle Gegend da. Aber für das, was ich heute mache, leider kein Ort mehr. Also es ist immer noch Heimat, sicher, aber wenn man halt im Bereich IT, Open Source, Wikis unterwegs ist, dann muss man schon ein bisschen in die größeren Zentren gehen. Und jetzt ist Regensburg vielleicht nicht das Zentrum, aber es ist schon mal ein ganz guter Ausgangspunkt, um die Welt zu erobern. Und dann redest du eher von der technischen Ausstattung, also Glasfaseranbindung zum Beispiel, oder von, dass man mit Leuten sich umgibt, die auch das gleiche Interessen haben? Ja, beides. Also ich arbeite ja hier bei Hallo Welt. Das ist eine Firma, die Wikis programmiert und entwickelt und eine Distribution baut für Unternehmen. Und da brauchst du Entwickler zum Beispiel und dann musst du immer irgendwo in der Nähe von entweder von Universitäten oder von Ausbildungsorten sein, wo solche Leute dann ihre Ausbildung machen und dann auch entsprechend Jobs suchen. Also in der Peripherie ist das immer schwierig. Und hier geht's aber ganz gut, finde ich. Es ist so ein bisschen interessant, dass man eigentlich immer sagt, ja, diese digitale Bohem oder was, die können ja irgendwie von überall arbeiten. Das wollte ich gerade sagen. Verteiltes Arbeiten ist ja doch eigentlich angesagt. Aber in Wirklichkeit braucht man mindestens einmal in der Woche in persönlichen Kontakt. Das ist auch absolut so meine Erfahrung. Absolut. Also nur auch diejenigen, die also wirklich verteilt arbeiten, da gibt es ja viele, viele Beispiele. Die haben natürlich schon die Aufgabe, die müssen sehr dahinter sein, dass die Leute dann eben auch ihre Sachen abliefern oder dass sie wissen, worum geht's jetzt gerade. Und man muss sich auch regelmäßig einfach in die Augen schauen, um zu verstehen, was der andere oder die andere dann eben da gerade so auf dem Tisch hat oder für Probleme bewältigen muss. Und durchaus auch persönliche Sachen. Also die Körpersprache und sowas fällt ja alles weg, wenn man online sich unterhält. Auch wenn man Videokonferenzen macht, ist man da doch eher gehemmt. Also viele haben das Gefühl, jetzt im Fernsehen zu sein und sind halt nicht so, als wenn man jetzt neben ihnen sitzen würde. Ja, absolut. Also also ich bin ja so ein Vertreter der Auffassung, dass es gibt da ganz viele Mythen in diesem Bereich IT und wie sich das alles entwickelt, die gerne irgendwie in der Open-Source-Welt auch gepflegt werden. Und ich bin da etwas skeptisch. Das hat einfach mit unseren Erfahrungen zu tun. Die mögen sehr spezifisch sein, aber wir legen schon Wert darauf, dass wir mit den Leuten konkret arbeiten, auch vor Ort arbeiten können und dass wir uns auch regelmäßig sehen und austauschen. Das ist enorm wichtig, wenn man was Größeres und was Längerfristigeres auf dem Plan hat, ist es unabdingbar. Ja, es gibt ja immer dieses schöne Bild, wo der digitale Arbeiter in Bali im Straßencafé sitzt und mit seinem Laptop da arbeitet. Ich könnte das nicht. Mir wäre es erstens zu heiß und zweitens könnte ich da nicht konzentriert arbeiten. Ach, das mit dem Bali, das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber es ist schon so. Es gibt, also das mag funktionieren bei einzelnen Leuten, die jetzt zum Beispiel, die zum Beispiel IT-Bücher schreiben oder irgendwie sowas, die relativ unabhängig sind, da geht es schon. Aber wenn du jetzt ein Unternehmen hast, dann brauchst du eine Adresse, da müssen auch die Leute da sein. Du hast zum Beispiel Support oder Entwickler und die müssen auch vor Ort sein. Da, wenn ich erst hinterher telefonieren muss, das ist sehr schwierig. Umgekehrt hat man auch immer die Herausforderung, wenn man dann im internationalen Bereich tätig ist. Also wir haben zum Beispiel Kunden auch aus den Vereinigten Staaten oder von, keine Ahnung, Australien.
Da wird es dann schon wieder anderweitig schwierig, weil die haben natürlich andere Zeitzonen. Dann sitzt du dann halt nachts um 9 da und musst mit irgendwelchen Leuten reden. Ich meine, das kennst du ja selber, du bist ja im Wikimedia-Umfeld unterwegs und auch da sind ja die Sessions im internationalen Bereich. Da muss man mal schauen, wann haben alle Zeit. Genau, das spielt schon so da rein. Was ich interessant finde, ist, ich arbeite jetzt in einem Großraumbüro in meiner Firma. Ich habe das selber begleitet, das selber mit eingeführt, obwohl ich zu Anfang strikt dagegen war, weil ich ganz fürchterliche Großraumbüros kenne. Mhm. Haben wir da wirklich eine Lösung gefunden, die in Ordnung ist? Also der Schallschutz ist gewährleistet, das ist ja immer die größte Lästigkeit. Das Klima stimmt auch, also ich meine, das Raumklima ist nicht zu heiß und nicht zu stickig und sowas. Was aber dann das Schwierigste überhaupt war, glaube ich, war, dass die Leute keine festen Plätze mehr haben, in dem Sinne, dass sie da ihre Kakteensammlung aufbauen können. Mhm. Also sie können schon jeden Tag am selben Tisch sitzen, aber sie müssen, auch wenn sie jetzt mal einen Tag oder zwei weg sind, muss jemand anders da sitzen können und da darf es keine territorialen Kämpfe geben. Ich glaube aber, die Leute brauchen das. Die Leute brauchen einen Ort, wo sie arbeiten. Wo sie ja, immer. Man muss auch irgendwo irgendwie zu Hause sein und sich einrichten. Also es ist ja bei uns auch so, die Leute brauchen dann einfach einen Ort, wo sie dann einfach mal was kochen können oder man geht gemeinsam zum Rauchen raus oder sie haben einfach auch ihren Platz, den sie auch, wo sie auch ihr Zeug liegen lassen können. Und wenn sie jetzt einschalten, ist die Einstellung gleich so, wie sie sie haben wollten und so weiter. Ich bin der Meinung, dass also klassisch so Softwareentwicklung läuft noch immer sehr, sehr klassisch in vielen Bereichen ab. Mhm. Also das schaut nach außen, wir haben Communities da draußen und sehr viel mehr Möglichkeiten zum Glück durch die Digitalisierung und das Web als noch vor 5 Jahren zum Beispiel. Mhm. Da konnte ich mir das alles überhaupt gar nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Aber man merkt, wenn man dann mit Mitarbeitern da viel arbeitet und auch so zuhört, was sie an Bedürfnissen haben, das ist für viele schon sehr, sehr wichtig. Das Tolle ist ja, dass man es eben doch kann. Man kann eben doch nach Bali fahren und da im Straßencafé arbeiten. Gerade weil es eben Wikis gibt, weil man die E-Mails, braucht man kein Programm mehr, sondern kann sie auf dem Webinterface auch sicher lesen, also auch verschlüsselt. Also die Möglichkeit besteht. Ich habe auch in einer Bank gearbeitet, wo die Leute eben ihre Kakteensammlung aufgebaut haben und die dann 15 Jahre am selben Platz saßen. So, das hat mir dann auf die Dauer auch nicht so gefallen. Das war es einfach nicht, auch weil ich in Projekten gearbeitet habe. Und dann musste ich immer quer durch das ganze Gebäude schießen, um mit den einzelnen Leuten auch mal einzeln zu sprechen, statt dass wir alle zusammenziehen und sie dann in einen Raum setzen und zusammenarbeiten eine Zeit lang. Ja, es ist, wir hatten auch lange jetzt auch einen Entwickler, der in Fernost war, ja, mhm, und dann tatsächlich von der Insel aus gearbeitet hat. Und das geht auch alles und ich finde es auch wichtig, also auch gerade wenn wir jetzt in dem Bereich, in dem wir arbeiten, also Wikis, da geht es ja um Wissen und da geht es auch um Kulturen und solche Dinge, da ist es schon wichtig, dass man über den eigenen Horizont rausschaut und da ist natürlich also Wikimedia als Organisationszusammenhang schon toll, weil man einfach auch gezwungen ist oder die Möglichkeit hat vielmehr, mit vielen Leuten zusammenzukommen, mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und ihren Sichtweisen. Das braucht's einfach. Wir leben in diesem, ja, Schlagwort globales Dorf, aber so ist es. Und dieses zusammenzubringen ist ja die Aufgabe, vor der wir irgendwie alle stehen und Wikis sind da tatsächlich eine sehr gute Basis, erstens technologisch, auch vom Konzept her, und bietet natürlich die Möglichkeiten dafür, also den Anlass auch gemeinsam an solchen Themen zu arbeiten. Okay, ich habe gerade mal geguckt, was ich mir noch zu deiner Biografie aufgeschrieben habe. Ich komme doch mal auf deine Dissertation zurück. Die handelt von Herrn Wolfgang Abendroth und ist auch als Buch erschienen. Das heißt, du auf der Wikipedia-Seite zu Wolfgang Abendroth erscheint auch dein Name mit deiner Schrift, aber du selber hast keinen Artikel, obwohl du schon, ich glaube, relevant warst. Du hast mehr als ein Buch veröffentlicht, mehr als 3 Bücher veröffentlicht. Ja, gut, jetzt ist es natürlich, ich glaube, kein Mensch ist uneitel, aber bisher war also das Bedürfnis dort irgendwie also ich fühle mich da nicht so relevant genug, ganz ehrlich gesagt. Ist in Ordnung. Hast du denn einen Wikipedia-Account? Ja, natürlich. Ich habe auch schon ein bisschen mitgeschrieben, aber ich kann natürlich nicht mithalten mit den Community-Mitgliedern. Also ich bin auch nicht Teil der Community, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe eine sehr große Nähe zu denen. Ich finde das klasse, was da passiert. Nicht alles natürlich, aber so im Großen und Ganzen ist das schon also ein ganz hervorragendes. Aber du bist selber kein Wikipedianer. Nein, das bin ich jetzt nicht. Aber du arbeitest mit Wiki beruflich und auch inhaltlich. Noch eins, ich habe Verein Wiki of Music habe ich gefunden. Das scheint ein außerhalb der Wikimedia-Welt existierendes Wiki für Noten zu sein. Ist das richtig?
Ja, also wir haben, also wir beschäftigen uns schon sehr lange mit Wikis. Wir haben 2005 mal eines der ersten deutschsprachigen Bücher dazu geschrieben, was irgendwie so alles ins Rollen gebracht hat. Dann kam eben Das die war Firma und so welches? weiter. Das war. Es hieß Wiki Tools und später hieß es nur noch Wiki Web Collaboration. Ah ja, mit Anja Ebersbach zusammen. Genau, und mit Markus Mit Glaser. Markus Und Glaser, ja. ja, das war so die Keimzelle des ganzen Unheils, wenn man so möchte. Aber da war eigentlich auch schon klar, wo die Positionierung ist. Also für uns ist es dadurch, dass wir jetzt nicht Teil des Wikimedia-Projekts im engeren Sinne sind, sondern mit dieser Software schwerpunktmäßig arbeiten, ist für uns die Perspektive auf die Anwendungsfälle außerhalb der Wikimedia-Familie von besonderem Interesse. Also mein Gott, man kann jetzt sagen, ja gut, klar, ihr verdient ja auch euer Geld damit und das sind dann halt für Unternehmen, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist für uns schon und ein Anliegen ist es, Wiki ist für mich was webpolitisch total wichtig ist. Also wenn irgendwie unsere Gesellschaften sich auf diesem Globus über Wissen austauschen und über ihre Erfahrungen austauschen, dann wird es nicht reichen, einfach nur ein paar Blogs zu haben, sondern dann wird man auch zentrale Wissensbasen brauchen. Und da würde mir jetzt eigentlich nichts Besseres einfallen, als Wiki als Konzept zu nehmen und dann jeweils dann draufzusetzen, so einzusetzen für die einzelnen Themengebiete, wie man es eben benötigt. Es gibt ja doch sehr ähnliche Sachen und statt Wikis und zum Beispiel Etherpad oder eben Google Docs. Ja. Wobei, ich weiß jetzt, zu Google Docs wüsste ich jetzt keinen Namen, weil das ist einzigartig, oder? Gibt's LibreOffice bietet das noch nicht an, ne? Eine Online-Plattform. Die arbeiten, glaube ich, dran zusammen mit Next Cloud, zuletzt nach OpenCloud. Ich glaube, die arbeiten an sowas, aber ansonsten, die meisten benutzen da Google Docs, würde ich sagen. Ja, weil es so einfach ist. Und man muss auch sagen, diese Etherpad und Google Docs sind natürlich schon Herausforderungen für die Wikitechnologie insgesamt. Also relativ konkret kann man sagen, es ist erstens sehr schnell. Ich kann erstmal eine begrenzte Anzahl von Leuten einladen. Also es ist nicht gleich alles öffentlich, wenn ich schon mal einen Entwurf mache. Ich kann dann auch simultan arbeiten, sehr wichtig. Und ich kann es kommentieren. Das sind Dinge, die brauchen wir in Wikis zukünftig auch. Es gibt so erste Initiativen in die Richtung, aber es fehlt so richtig noch am Drive, weil das aufwendig ist. Also das ist tatsächlich eine aufwendige Technologie, wenn man das bereitstellen möchte. Aber wir können uns nicht davor verschließen. Also Google ist schon in dem Bereich, jetzt sage ich mal, eine harte Konkurrenz. Inhaltlich natürlich wieder nicht, weil wenn es dann darum geht, Leute zu einem Thema zusammenzubringen, und das ist ja das Spezifische an MediaWiki, dass man wirklich einen Begriff hat. Und alle müssen sich jetzt zu diesem Begriff oder zu den dazugehörigen Begriffen dann jetzt wirklich einigen und dort zusammenschreiben und nicht einfach ein neues Dokument aufmachen und wieder was Neues. Das hat disziplinierende Wirkung, das führt auch zu Konflikten, aber das ist auch gut, weil dann wird es auch gefunden. Das ist nämlich auch ganz wichtig, wird häufig unterschätzt. Wir haben gerade so einen Kunden oder so eine Initiative, die haben auch so ein Dokumentationsthema und ja, da war die Idee, ja, da machen wir mal so ähnlich wie bei Stack Overflow, da kann jeder eine Frage einstellen oder jeder zu irgendwas einfach was anlegen. Das ist nicht schlecht, aber am Ende muss es zusammengeführt werden, damit man unter einheitlichen Begriffen die Sachen wiederfindet. Ich habe neulich mit Robert Radke gesprochen und auch über diesen Vergleich zwischen Wiki, Etherpad und ja, Google Docs. Und er meint, die Versionierung sei das der große Vorteil von Wiki. Zusätzlich. Das ist tatsächlich so. Ich könnte das jetzt im Detail mal ausführen. Das wird vor allem noch, also erstens, weil man einfach nachvollziehen kann, was hat sich geändert. Ich meine, das ist jetzt banal, aber man hat halt einfach auch schon die Benachrichtigungssysteme da dazu. Man wird benachrichtigt, wenn sich was ändert auf Seiten, die ich beobachte oder die ich irgendwie abonniert habe. Das ist halt alles schon da. Ja, das muss ich woanders nicht machen. Und das wird vor allem interessant, wenn sich ein Trend durchsetzt, den ich am Horizont sehe, nämlich dass Wikis teilweise automatisiert geschrieben werden. Wenn dann eine Maschine mitschreibt, ja, also die schreibt zum Beispiel irgendwo rein, es gibt eine neue Version von MediaWiki, ja, da muss ich ja da brauche ich ja eigentlich keinen Autor oder eine Autorin mehr, sondern das kann ja eigentlich ein Bot machen, macht er vielleicht auch schon, oder das wird aus einer anderen Quelle automatisch gezogen. Wikidata ist da das Stichwort, nehme ich an. Richtig, ja. Also dann muss ich aber auch wissen, wo kommt das her? Und Wikidata geht da den richtigen Weg, indem sie gleichzeitig sagen, ja, wir müssen natürlich auch sehen, wo kommt die Quelle eigentlich her.
Oder heißt das Wikidata? Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Wird in Deutschland hergestellt, also Wikidata. Bleiben wir mal bei Wikidata, ist das okay. okay, nochmal zu rein Wiki of Music. Also ein Noten-Wiki, was aber nicht im Wikimedia-Universum stattfindet. Ist das ist auch ein Verein dazu? Gibt es dazu? Ist das so mit dem Ziel gegründet worden, irgendwann im Wikimedia-Universum aufzugehen? Oder warum der Grund, das extra zu machen? Warum nicht aus dem Universum herauszugehen, aus der Bewegung heraus das zu starten? Ja, wir haben so ein, zwei solche Versuche mal gestartet, weil wir, also wenn ich von wir spreche, meine ich immer diesen Hallo-Welt-Zusammenhang. Mhm. Weil wir der Meinung sind, wir brauchen eigentlich für alle möglichen Themen Wikis. Also das ist jetzt nicht nur Musik, so, sondern es ist Kunst, es ist vielleicht Klima, Ökonomie, was weiß ich was. Also ganz viele Wikis und die aber jetzt aber auch zu spezifischen, die auch spezifische Anforderungen brauchen. Also ein Wiki of Music muss zum Beispiel mit Metadaten umgehen können. Die müssen zum Beispiel wissen, okay, wer ist denn der Urheber, welche Rechte sind denn da, wann werden denn diese Werke zum Beispiel frei. Und das liefert jetzt ein Standard-Media-Wiki erstmal so nicht mit. Und Wikimedia Foundation sieht den Aufbau von solchen Plattformen nicht als seine Aufgabe, also muss man es außerhalb machen. Und wir haben halt versucht, nachdem sehr viele Leute da waren, die gesagt haben, ja, wir hätten sowas gern, sowas hochzuziehen und auch geschaut, ob man eben die Inhalte und die Finanzierung hinkriegt, was nicht sehr einfach ist, kann okay. ich sagen. Ja. Okay, dann doch jetzt noch, nachdem wir Wiki of Music jetzt erschöpfend behandelt haben, noch ein Wort zu Hallo Welt, zu der Firma, in der du Geschäftsführer bist, zusammen mit Anja Ebersbach und Markus Glaser. Radovan Kobani, also wir sind zu viert. Achso, Entschuldigung, ja, richtig. Kein Problem. Ja, kann man ja alles nachlesen. Ja. Du bist ja im sogenannten Strategieteam. Wie kommt man als Historiker in so eine Firma rein? Ja, durch Zufall. die ganze Gründung funktionierte ja so, dass wir, dass Anja Ebersbach kam irgendwann ums Eck von einer Konferenz und hat gesagt, schaut mal, da ist jetzt Wikipedia, das war 2004, da war das große Hype gerade. Und da gibt es eine Software, die heißt MediaWiki und die wird auch schon tausendfach irgendwie eingesetzt, aber kein Mensch weiß, wie das wirklich geht. Und wir hatten dann gesagt, okay, dann schreiben wir mal ein Buch dazu. Das ist ein ziemlich guter Trick übrigens, wenn du keine Ahnung von was hast, schreib ein Buch drüber. Oder schreib einen Wikipedia-Artikel dazu. Ja. Und ist wirklich so. Hinterher wussten wir es. Und wir dachten dann, wir werden dann alle reich, ja, weil das so breit wird, das hat sich kein Schwein dafür interessiert. Und wir hatten dann auch Kontakt mit Gunter Dück, der hatte das Vorwort geschrieben, der war CTO bei der IBM Deutschland. Und der ist irgendwann aufgeschlagen und hat gemeint, Leute, wir bräuchten eigentlich so eine Wikipedia für die IBM, ob wir da was machen könnten. Und ja, dann mussten wir ins kalte Wasser springen, wir mussten eine Firma gründen, ging nicht anders. Wir hatten ja keine Ahnung, was sich da so abspielt. Das ist eine ganz andere Welt. Mit vielen schönen Anekdoten. Ja, und wir haben dann aber da wirklich ein Wiki zum Laufen gebracht. Das wusste man vorher nicht. Funktioniert das auch unternehmensintern? Und ja, dann kam eben ein Kunde nach dem anderen dazu. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir aus diesen ganzen vielen Projekten jetzt ein Produkt, möchte man sagen, gemacht haben, also eine Distribution. Das heißt, wir haben viele Erweiterungen, die wir standardisieren, die wir zusammenbauen und die wir gewissermaßen als Paket anbieten, zusammen mit den ganzen Dienstleistungen, die dazu gehören, also das klassische halt Wartung und Programmierung und Schulung und Dokumentation und sowas. Ja, und das läuft gut. nach harten Zeit, also ich sage ehrlich, 10 Jahre, wenn mir das vorher einer gesagt hätte. Aber es ist so, dass das jetzt sich etabliert hat und ich denke auch, dass hier... Ich muss mal mein E-Mail-Programm ausmachen. Ja. Was ist passiert? Mein E-Mail-Programm ist an und sagt dann immer was, wenn reingekommen ist. Okay. Ja, schwere Zeit, jetzt läuft, das ist schön zu hören. Also ihr helft Firmen dabei, sich Wikis aufzusetzen und intern damit zu arbeiten. Genau. Ihr macht einmal das Technische, aber auch das Schulungen und die Leute an diese Arbeitsweise heranführen. Ja, also wir dachten zunächst, das Wichtigste ist eigentlich die ganze Beratung. Wie setze ich sowas auf? Was muss da inhaltlich passieren? Muss ich Communities bilden und so weiter? Es geht am Ende immer um diese inhaltliche Strukturierung. Also es gibt jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Viele müssen zum Beispiel Handbücher machen. Die haben so
Die müssen sich zertifizieren und die brauchen Qualitätshandbücher oder sie dokumentieren technische Anlagen oder irgendwie sowas. Und da geht es dann drum, ja, wie teile ich das denn jetzt ein? Also wie gehe ich mit Kategorien um? Was mache ich mit Unterseiten? Wie wer wird benachrichtigt? Wer darf was ändern? Wer hat welche Rechte? Solche Themen. Also wirklich, wie setze ich sowas einfach auf, was ich in der Wikipedia für deren Use Case, also für deren Anwendungsfall so über die Zeit auch entwickelt hat. Das müssen diese Firmen natürlich für sich alle nachholen. Und da entwickeln sich aber auch mittlerweile so Standards. Und das ist genau das, was die Leute suchen. Sie suchen eigentlich in vielen Fällen eine standardisierte Lösung für ihr Wissensdokumentationsproblem, das sie meistern müssen. Das sind mehrere Standards oder du bist ja nun auch ein bisschen Wissenschaftler. Gibt es da schon eine Strukturierung? Zeichnet da sich schon was ab? Ja, es gibt welche, das ist ziemlich klar. Also in dem Moment, wenn es um Prozessdokumentation geht, ja, also Prozesse, wie werden bei uns Abläufe, wer definiert die Abläufe, was gibt es für Abläufe, wer hat welche Verantwortlichkeiten? Diese Sachen sind mittlerweile eigentlich relativ klar. Also das ist bei allen gleich. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe von Unternehmen, die bauen eigene Plattformen. Also zum Beispiel gibt es einen, die machen mit dem Wiki eine Produktdokumentation. Die haben irgendwie 5000 Produkte und davon nochmal 5000 Varianten. Und dann müssen die wissen, was ist denn da jetzt eigentlich alles drin? Was ist da technisch die Voraussetzung? Was gibt es für Abhängigkeiten? Und die brauchen dann eine Strukturierung, die genau auf ihren Fall, genau auf ihr Unternehmen und ihr Umfeld abgestimmt ist. Das Coole ist jetzt aber, sie können mit dem Wiki eben anfangen. Ja, das teilt sich genauso in zwei Sphären. Die einen brauchen tatsächlich ein klassisches Enterprise-Wiki, so ähnlich wie man das vielleicht von Confluence kennt, die ja da ganz groß im Markt sind. Also eine standardisierte Software, die wollen da auch nicht groß nachdenken, sondern die wollen so das Best-of. Und die anderen sind mit Wiki unterwegs, weil sie das als Plattform nehmen, um eine eigene, ja, um ihre eigene Software zu entwickeln, ihre eigene Plattform zu entwickeln. Und da bringt das MediaWiki speziell natürlich enorm viel schon mit. Du hast nicht nur schon mal die ganzen Grundlagen, also ja, Versionierungssystem und Editor und diesen ganzen Kram, sondern du hast auch diese, mit Semantic zum Beispiel, die Möglichkeit, wunderbar mit Formularen und mit Metadaten zu arbeiten, Listen zu erstellen und solche Dinge. Und das sind zwei verschiedene Welten, so ein bisschen. Und es macht aber sehr viel Spaß, mit beiden zu arbeiten. Also sowohl die Standardisierung ist etwas, was wirklich fesselnd ist in dem Sinne, das sage ich jetzt nicht nur so, weil du diese ganzen Fragen hast, wie programmiert man das so, dass es nachhaltig ist, das muss getestet werden und wie passen die einzelnen Komponenten zusammen. Und die andere Gruppe von Anwendern und Unternehmen, die bringen echt dann das Neue dann rein. Das ist dann sehr projektlastig. Ja, da gibt es eigentlich auch keinen Standard da dafür. Und das ist ganz gut so. Das ist der kreative Teil, wenn man so möchte. Ich fasse zusammen, es scheint gut zu laufen und man lernt noch jede Menge dabei. Ja, also das, ich glaube, ich habe in den letzten 10 Jahren noch mal so viel gelernt wie in meinem ganzen Studium vorher. Das ist auch etwas, wo wir so bei Hallo Welt so ein bisschen auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wir merken das schon, dass diese ganzen Fragen, wie passt das jetzt zum Beispiel in so eine Unternehmenswelt rein, wie muss man das jetzt eben auch anbieten und was brauchen die? Darüber wollen wir immer ganz gern mit vielen Leuten reden, aber wir merken so, dass es viele, die im Wiki-Umfeld unterwegs sind, gar nicht so sehr interessiert. Die sind sehr stark auf die Inhalte fokussiert und Inhalte zusammenzustellen und so weiter. Und ja gut, so teilt sich die Welt, die Wiki-Welt halt einfach auch ein bisschen auf. Und unsere Expertise liegt halt schon sehr stark in diesen ökonomischen, technischen Bereichen. Die hat sich über die Jahre ziemlich aufgebaut und ja, man ist schon auch ein bisschen erstaunt auch über einen selbst, dass man das mittlerweile alles so kann. Okay, wir haben jetzt schon eine Weile gequatscht mit ein paar kurzen technischen Unterbrechungen. Da würde ich sagen, jetzt ist eine Zeit für etwas Musik. Freie Musik. Musik.
you like it? Das war Black Samba von Juanitos, der mit bürgerlichem Namen Juan Naviera heißt und aus Frankreich stammt. Viel mehr habe ich nicht über ihn rausbekommen, außer dass er mehrere solcher Alben gemacht hat, die wirklich richtig abgehen und die auch noch frei lizenziert sind. Große Klasse. CC BY-SA 2.0, also die ist schon ein bisschen älter, die Lizenz, aber man kann sie immer noch benutzen. Gut, wir machen jetzt weiter mit dem eigentlichen Thema, auf das wir uns beide wie verrückt vorbereitet haben, insbesondere du, ich eigentlich so gar nicht, nämlich Wikis für Third-Party-User, also für Leute, die, was sind Third-Party-User, erklär das mal. Das sind eigentlich die Nutzer, die außerhalb der Wikimedia-Welt unterwegs sind. Also das sind eigentlich diejenigen, die nutzen MediaWiki für sich selbst, also entweder jetzt privat oder für einen Verein zum Beispiel, aber auch Unternehmen zum Beispiel, die ja das für interne Dokumentation benötigen. Und jetzt Schwerpunkt Technik und Service. Also die zugrunde liegende Software der Wikipedia hat ja auch eine kurze Vorlaufgeschichte. Erst wurden zwei andere Wiki-Softwares benutzt, dann wurde MediaWiki komplett neu aufgesetzt und wird auch weiterentwickelt, jedoch nicht hauptsächlich von der Wikimedia Foundation, sondern ursprünglich eigentlich nur von der Community. Inzwischen haben sich da die Gewichte ein bisschen verschoben, wenn ich das richtig verstanden habe. Du bist da drin, ne? Es gibt doch so eine MediaWiki-Benutzergruppe und du bist Teil davon. Du weißt Bescheid. Ja. Gott, wo fängt man da an? Also wenn du sagst, die Gewichte verschoben, es ist ein Spezifikum, möchte man fast sagen, in der Open-Source-Welt, wie MediaWiki produziert wird. Denn dadurch, dass das ganze Projekt, also dass die Basissoftware von einem sehr großen Projekt ist, also die sechste oder fünftgrößte Website der Welt, mit vielen, vielen, vielen Schwesterprojekten, in vielen Sprachen, ist natürlich die Foundation, die sozusagen die Trägerin ist dieser ganzen Plattformen, darauf angewiesen, dass die Software auch wirklich läuft. Und dann ist es fast unvermeidlich, dass die zunehmend die Entwicklung unter ihre Fittiche genommen haben. Das kann man heute sehr schön sehen, wenn man auf die Homepage von der Wikimedia Foundation geht, dann sieht man da, dass da, ich weiß gar nicht, sind das 200 Entwickler oder Techniker, also jede Menge. Das heißt, dass aber umgekehrt, dass es außerhalb der Entwickler-Community kaum, also dass die sozusagen ausgetrocknet wurde. Also jeder, der ein bisschen da entwickelt hatte, der wurde in diese Foundation sozusagen mit hineingesaugt, gesogen. Wobei 200, das finde ich überhaupt nicht viel, wenn ich da an die Zehntausenden denke, die bei Google oder bei Facebook arbeiten. Ja, das ist natürlich, erstens mal ist es schon sehr effizient eingesetzt, das muss man schon sagen, aber für jemanden, man kann natürlich mit 200 Leuten auch schon sehr extrem viel machen, du hast diesen Bedarf, da gebe ich dir völlig recht, und wenn man die Projekte, die Wikimedia hat, also das ist ja nicht nur Wikipedia, das ist Wikisource und Wikimedia Commons und diese ganzen verschiedenen Projekte, Wiktionary, wenn man die entsprechend ausbauen würde, also wenn die nicht nur die Zulieferer wären für die Wikipedia, sondern eigenständige Projekte, dann dürftest du mit Sicherheit nochmal sicherlich das Doppelte an Entwicklungspower nochmal draufsetzen.
Also die, du denk, also ich denke, ich habe das Gefühl, dass das zu wenig sind. Ich höre so, wenn ich Kommentare lese, dass die Benutzer der Software, nämlich die Wikipedianer, ich weiß es nun vor allem aus Deutschland, nicht zufrieden sind mit der Geschwindigkeit, mit der neue Features eingeführt werden, nicht zufrieden sind mit der Art, wie die Software eingeführt wird, also wie das Community Management dann funktioniert, aber sich auch sagen, es gibt ja manche, die sind sehr zufrieden mit der Software, so wie sie ist. Aber es gibt auch viele, die sagen, also da müsste das her, da müsste das her, um das wieder sexy zu machen. Naja, für jemanden, der jetzt eine dritte Position einnimmt, der sieht natürlich, dass es ein bisschen Missverständnisse, Unverständnisse auf beiden Seiten gibt. Also beide Seiten heißt Community auf der einen Seite, also jetzt speziell diejenigen, die die Inhalte machen, und den Entwicklern und der Organisation auf der anderen Seite. Und das ist tatsächlich schwierig, weil auf der einen Seite muss sowas wie eine Foundation, die plötzlich ja sehr schnell gewachsen ist in diesem technischen Bereich, also die haben sehr viele Leute eingestellt in den letzten Jahren, weil sie eben diese Entwicklung vernachlässigt haben, die müssen sich natürlich intern erstmal auch sortieren, so eine Software-Schmiede auch hochzuziehen und zu organisieren, ist schon ganz schön Arbeit. Und ich kann mir gut vorstellen, also bis der mal richtig läuft, bis die Prozesse klar sind und die Verantwortlichkeiten und die Strategie, da gehen schon mal 2-3 Jahre locker ins Land. Das wird oft nicht gesehen. Und dann hat man auf der anderen Seite auch Anforderungen an der Community und von der Community, und die wird oft nicht bedient. Das hat verschiedene Gründe, die könnten wir jetzt hier im Detail auseinanderfieseln. Das größte Beispiel war jetzt einfach die Einführung dieses Visual Editors. Also dass man einen anderen Editor hat, wo man einfacher Texte editieren kann. Und das war sehr schwierig, den einzuführen, weil auf der einen Seite gab es einfach viele in der Community, die gesagt haben, das brauchen wir so nicht. Ja, das schränkt uns an manchen Stellen ein, das wollen wir so gar nicht. Und die Foundation wollte es aber unbedingt machen. So, und jetzt ging das aber hin und her, und dann hat man das zu früh eingeführt, und dann war der technisch noch nicht ausgereift. Das ist auch wirklich schwierig, sowas zu bauen. Also wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, das ist extrem schwierig. Du hast ja nicht nur irgendwie, du hast ja verschiedene Sprachen. Du musst Rechts-Links-Sprachen unterstützen und. Und du hast auch noch Vorlagen und du musst in Kategorien umgehen und Tags, dann weißt du, guck, was. Also das ist nicht so einfach. Und weil man unter Zeitdruck hat es zu früh rausgegeben, und dann war es natürlich der Knatsch groß, ja, und dann hat man gesagt, die machen das nicht ordentlich. Ich glaube, dass beide Seiten da im Moment sehr viel lernen und auch viel gelernt haben im letzten Jahr, in den letzten 1-2 Jahren, und dass das jetzt auch besser läuft. Also ich sehe, dass die Entwicklung insgesamt in eine ganz positive Richtung geht. Aber was mich so ein bisschen, das Grundproblem, das dahinter steckt, ist damit nicht gelöst. Und zwar ist für mich das Grundproblem, dass die Entwicklung am Ende des Tages immer auf ein Hauptprodukt zugeschnitten wird. Und das ist immer die Wikipedia. Das ist noch nicht mal Wikimedia Commons, und das ist nicht mal Wiktionary oder sonst was, sondern es geht immer auf dieses Projekt zu. Und dann werden bestimmte Entwicklungen nicht losgetreten, die aber wichtig wären für diese anderen Projekte. Wir hatten jetzt auf der Wikimania hatten wir eine Session, bei der Kim Gill erzählt hat, der ist da für, ja, genau an der Schnittstelle, der gesagt hat, ja, das ist oft wirklich auch frustrierend, weil Leute haben eine Idee, wir möchten irgendwas entwickeln, und dann wird ihnen gesagt, ja, das wird ja niemals in der Wikipedia eingesetzt, deswegen machen die das gar nicht. Und damit schränkt man sich in der Entwicklung enorm ein, und diese Fokussierung auf dieses Projekt ist einerseits unvermeidlich, aber sie ist auch eine Krux, weil wenn du jetzt für Wikis entwickeln möchtest für die Welt außerhalb, dann hast du diese ganzen Bedürfnisse und du brauchst die Anforderungen, und ja, wer macht die jetzt? Ja, also ich habe ja vorhin schon erzählt, dass viele Entwickler dann entweder bei der Foundation angestellt sind oder ganz viele sind auch in irgendwelchen Unternehmen, aber es fehlt eine Community, eine unabhängige Entwickler-Community außerhalb. Und die auch ein eigenes Projekt verfolgt, die vielleicht auch ein eigenes Media-Wiki entwickelt, eine eigene Distribution macht, die genau diese anderen Anforderungen mit abdeckt oder besser abdeckt, weil sie diesen Projekten auch stärker verpflichtet ist. Und das ist die Diskussion, die jetzt gerade geführt wird. Wie macht man das? Und im Moment gibt es noch keine so richtig befriedigende Lösung für dieses Problem.
Ich glaube, dass viele das nicht wissen, dass MediaWiki jetzt nicht eine interne Lösung für die Wikipedia ist, sondern eine freie Software, die von jedem genutzt werden kann. Ich meine, wir reden die ganze Zeit darüber, dass Hallo Welt das einführt oder so, aber trotzdem ist der Gedanke für normale Nutzer ja eigentlich auch egal was für ein Wiki ich jetzt hier benutze oder muss ich überhaupt ein Wiki benutzen. Es gibt ja noch andere, es gibt sogar sehr viel Wiki-Software, die meiste dümpelt vor sich hin. Ich glaube, kommerziell ist Confluence ziemlich erfolgreich, weil die mit einer Atlassian-Bundle mit Jira beispielsweise verknüpft sind. Gibt halt ein sehr schönes Bundle dazu. Und dann gibt es noch zahllose Wiki-Softwares, weil das technisch eigentlich nicht schwierig ist, ein Wiki-Markup umzusetzen. MediaWiki ist durchaus ein Schlachtschiff, vor allem weil es halt mit Erweiterungen weitgehend angepasst werden kann und weil es auch schon gezeigt hat, dass es eben auf sehr großen verteilten Umgebungen funktioniert. Ja, im Prinzip, du hast es ja schon angesprochen, es gibt natürlich verschiedene Wiki-Software, aber MediaWiki ist natürlich im Open Software, also das einzige ernstzunehmende Open Source Projekt. Und daraus entsteht natürlich auch eine gewisse Verantwortung eigentlich, weil ich bin ein großer Fan auch von DokuWiki und von anderen, aber im Open-Source-Bereich sind es die einzigen, die tatsächlich als Alternative noch da sind. Es macht im Prinzip die Wikimedia Foundation Folgendes. Sie sagt, sie entwickelt diese dieses MediaWiki für sich und standardisiert es und macht also im Vierteljahresturnus oder im Halbjahresturnus gibt es einen Release raus und dieser Release kann frei verwendet werden. Jetzt kommt da allerdings eine Software, die quasi über den Zaun geschmissen wird, die natürlich auf die Bedürfnisse von Wikipedia zugeschnitten ist. Und jetzt kann ich mal ein Beispiel sagen, wenn du heute in irgendeinem, und da musst du nicht viel wollen, wenn du heute irgendwo ein Wiki aufbaust, ein öffentliches Wiki, Non-Profit, und dann ist, dann möchtest du zum Beispiel die Rechte managen, bist du heillos verloren. Weil du musst auf die Skriptebene gehen, dort die Rechte einstellen in einem ziemlich, nicht so ganz trivialen Rechte-System. Und das überfordert viele ganz einfach. Also brauchst du irgendwo eine Oberfläche, wo du das grafisch einstellen kannst. Ja, wir haben sowas jetzt eben entwickelt, damit es klickbar wird, dass es einfacher wird, sodass ein normaler Maintainer von Wiki, eines Wikis, damit auch klarkommt und damit arbeiten kann. Aber das ist die Situation. Du kriegst etwas und es muss außerhalb noch sehr stark angepasst werden und erfordert für meine Begriffe zu hohes technisches Verständnis, um sich auf die Inhaltslage zu konzentrieren. Also du willst ja eigentlich was Inhaltliches machen und dich nicht so sehr um die Technik kümmern. Ja, also ich habe ja nun schon mehrere MediaWikis selber bei mir aufgesetzt. Inzwischen ist die Installation viel einfacher geworden in den letzten 2-3 Jahren, habe ich so den Eindruck. Hat die mal wieder einen Eindruck genommen. Aber wenn ich zum Beispiel sowas sehe wie Semantic Media Wiki, dann kriegt man schon wieder das Heulen, weil das ist ein Bundle von Erweiterungen, die eine wesentliche Verbesserung darstellen, aber super schwer zu installieren sind. Also es gibt, da scheint die Community dahinter zu fehlen. Oder auch der zentrale Wille, das MediaWiki eben als eigene Software zu sehen und nicht nur als Mittel zum Zweck für die Wikipedia. Und gerade wenn ich mir Wikimedia Commons anschaue, dann ist das MediaWiki in der jetzigen Form ziemlich ungeeignet, vorsichtig ausgedrückt, weil wenn man sich andere Plattformen anschaut, wie Google Images oder Flickr, sieht man, dass es deutlich besser geht. Ich kenne Leute, die freiwillig freie Fotos produzieren, aber den Großteil ihrer Bilder einfach bei Flickr hochwerfen, weil es so einfach ist. Und nebenher dann noch 3-7 Bilder raussuchen, die sie bei Commons hochladen, weil es da halt schwieriger ist, irgendwas hochzuladen. Und dann wird halt sehr genau überlegt, ob man den Aufwand da reinsteckt. Ja, das ist jetzt konkret jetzt bei den Bildern auch so, dass bei Flickr kann ich halt auch die Lizenz dazu schreiben und eventuell auch eine Schutzgebühr verlangen, wenn ich jetzt einen kommerziellen Nutzer eben habe. Das kann ich bei Wikimedia Commons halt nicht. Also du hast völlig recht, es hat sich einfach auch, die Nutzungsgewohnheiten haben sich in den letzten 10 Jahren natürlich massiv weiterentwickelt und MediaWiki ist darauf angewiesen, wenn es eine Rolle spielen soll weiterhin, dass es diesen Anforderungen auch nachkommt. Und da kann jetzt die Foundation oder so wie sie jetzt organisiert ist, kann man sehr viel lernen und auch sehr viel mitnehmen aus der Welt außerhalb. Weil das muss man ja auch nicht alles selber entwickeln. Das würde jetzt, zum Beispiel wir entwickeln sowas ja auch. Also wir entwickeln ja viele Dinge in dem Bereich, was weiß ich, eine Ansicht, die du zum Beispiel der Themen einfach schöner anschauen kannst, ja, also dass du das visuell anschauen kannst, du siehst also sofort eine Änderung der Tabelle, ohne dass du komische kryptische Zeichen irgendwie interpretieren musst.
Das sind alles Entwicklungen, die wichtig werden und die in anderen Open-Source-Projekten auch so laufen. Stichpunkt Ökosystem, also ein Umfeld, in dem ja viele auch kleine Webentwickler, Unternehmen oder sowas Plugins machen, Erweiterungen machen, die zur Verfügung stellen und weiterentwickeln. Und die sind zum Beispiel darauf angewiesen, dass ihre Software einfach gefunden wird, dass sie dass sie sich austauschen können. Und dazu gibt es jetzt die Gruppe, die Mediacity Stakeholders, die versuchen jetzt einfach diese Leute mal zusammenzubringen und auch Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, damit am Ende jetzt für Non-Profit-Einrichtungen nicht zuletzt der Weg einfacher wird und dass wir ein bisschen in die Richtung gehen, so wie bei WordPress. Ja, bei WordPress, da gehe ich auf eine Seite, da habe ich was weiß ich, tausende von Erweiterungen, da sehe ich, welche sind die beliebtesten, da habe ich Bewertungen und ich kann mir mit ein oder zwei Klicks kann ich mir die installieren. Und so muss es bei uns auch sein. Das ist das Ziel, wo MediaWiki hin muss. Nur das ist natürlich jetzt nicht das primäre Interesse, das ist die Media Foundation. Die haben ganz andere Probleme. Die müssen mobile Frontend bauen, die müssen Sicherheitsarchitekturen bauen, die müssen Mehrsprachigkeit machen, die müssen Performance ist ein Riesenthema bei ihnen. Und die sind da so beschäftigt, die kommen dazu gar nicht. Also muss man so ein Umfeld entwickeln von Nutzern und von Entwicklern, die sich also da gegenseitig pushen. Bist du noch da? Ja. Ja, ich bin noch da, Entschuldigung. ich habe bloß gerade nachgedacht. Also das passiert mir manchmal, das mit dem Nachdenken. Sollte man im Podcast halt dann laut nachdenken. Also mir passiert es mit dem Nachdenken immer weniger. Echt? Ja, ist vielleicht gesünder. Klar. Also manchen kann das ist einfach, sich hinzustellen und an die Wikimedia Foundation Forderungen zu richten. Vielleicht ist es auch nicht einfach. Es haben sich ja etliche hingestellt und die herausgebrüllt, ihre Forderungen, was sie haben wollen, was sie nicht haben wollen. Es fehlt da, ich glaube, Kommunikation mit der Wikimedia Foundation, das ruckelt sich auch gerade so zurecht. So, gerade bei einer Spitze die Kommunikation nicht geklappt hat mit der Lila Tritikow als Geschäftsführerin und jetzt wurde ja die Kommunikationschefin zur Geschäftsführerin gemacht, also scheint dann doch da ein Schwerpunkt zu sein, die Kommunikation zu verbessern und das wäre vielleicht auch eine Chance. Ja, ich hoffe auch, dass das da weitergeht. Also wie gesagt, die Entwicklung insgesamt kann man schon also unterstützen. Es ist also deutlich besser geworden als vor 2-3 Jahren. Ob jetzt genau diese Personalie, die neue Geschäftsführerin, tatsächlich die unsere Frage hier, ja, wie wird MediaWiki außerhalb von Wikimedia attraktiver und zur Basissoftware für kollaborative Wissensplattformen? Das glaube ich nicht, dass das von ihr kommt. Das ist nicht ihr zentrales Thema und die haben auch im Moment so viel internen Kram aufzuräumen, dass ich nicht sehe, dass wir in den nächsten Jahren da massiv Energie reinstecken in diese Frage. Leider, ja, muss man leider so sagen. Also muss man es wieder selber machen. Das ist das, worauf es gerade so ein bisschen ankommt. Okay, also halten wir fest, MediaWiki ist eine eigenständige Software. Du arbeitest in einer Firma, die Firmen hilft, damit zurechtzukommen. Privatleute können auch damit arbeiten. Also ich ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen PHP kann man das installieren. Es ist nicht so einfach wie WordPress, aber es ist schon viel besser, als es noch vor ein paar Jahren war, sich das zu installieren und auch ein paar Rechte zu vergeben und dann damit zu arbeiten. Und Ziel der nächsten Jahre ist jetzt wohl, zumindest von dir oder der Benutzergruppe um MediaWiki auch, das wieder voranzutreiben oder den Faden wieder aufzunehmen. Ich habe gehört, auf der Wikimania soll sich die Usergruppe getroffen haben und sich auch nicht zum ersten Mal. Auf der Wikimania in Mexico City, also im letzten Jahr, gab es die ersten Gespräche, Markus Glaser und wie heißt da Mark Hirschberger, genau, die sind da, glaube ich, die treibenden Kräfte, um das wieder zu ranzubringen und dann durchaus mit Wohlwollen von der Wikimedia Foundation aufgenommen. Ja, also es gibt ja an der Stelle jetzt auch wenig Vorbehalte gegen das Ganze, dass es außerhalb der Wikimedia Family ein Erfolgsprojekt
bleibt oder wieder wird vielleicht. Nur, man muss irgendwie diese Foundation auch ein bisschen verstehen. Ich versuche es zumindest manchmal. Für sie ist das nicht das Kernprojekt. Und es ist für sie auch schwierig, weil sie müssten eine zentrale politische Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung heißt, wollen wir die Hauptentwicklung von MediaWiki weiterhin in unserem Haus behalten? Oder wollen wir die rausgeben, also eine eigene Organisation, vielleicht eine eigene Foundation gründen, so wie das andere ja auch machen, ja, also Drupal oder so, die haben eigene Foundations, die nichts anderes machen als die Kernentwicklung des Produkts, plus die Erweiterung dazu maintainen bzw. bereitzustellen. Und das würde natürlich, das ist eine schwere Entscheidung und ich kann auch gut verstehen, dass das eigentlich nicht so präferiert wird. Einfach aus dem Grund, du verlierst natürlich Einfluss auf diese Entwicklung, das möchtest du nicht, wenn du es sowieso ins Haus hast. Das verstehe ich total. Also es wäre dann eine rein politische Entscheidung zu sagen, wir wollen das nach außen geben. Und wenn du es nach außen gibst, dann möchtest du natürlich, dass andere da, dann finanzierst du es nicht mehr alleine, sondern dann sollen andere mitfinanzieren. Die Frage ist, wer ist es eigentlich? Und die Frage ist, wer arbeitet denn damit? Wer ist denn außerhalb denn überhaupt in der Lage, einfach an dieser Entwicklung auch in der Qualität, die notwendig ist, mitzumachen? Und jetzt beißt sich die Katze in den berühmten Schwanz. Ja? Also wenn du halt auch keine Entwickler-Community außerhalb hast, dann hast du auch nicht die Kapazitäten dafür. Und vor dem Dilemma stehen wir jetzt im Moment. Deswegen hat Markus einen ganz guten Vorschlag gemacht, wie ich finde. Da gibt es einen Vortrag, die Folien sind, glaube ich, jetzt auch online, könnt ihr auch nochmal posten, dass er sagt, ja, lasst es uns doch jetzt einfach aus dieser MediaWiki-Stakeholder-Gruppe jetzt den nächsten Schritt gehen. Sie sollen jetzt erstmal sich weiterentwickeln im Rahmen von Wikimedia und schauen, ob wir das innerhalb von Wikimedia zum eigenen Thema machen können und dann einfach auch nicht nur Forderungen stellen, wie du vorhin gesagt hast, sondern einfach auch Beiträge machen, dass man zum Beispiel einen Extension Store gemeinsam aufbaut oder die Extension Verwaltung harmonisiert. Keine Ahnung, bei der Installation die Sachen einfacher macht, Schnittstellen zu oder Integration zu anderen Softwarekomponenten. Ja, Semantic Media Wiki ist ein großes Bündel an Erweiterungen, aber die müssen natürlich mit Medien zusammenarbeiten. Dass man sowas vorantreibt und damit einfach schon relativ schnell sichtbare Verbesserungen für die Nutzer außerhalb von Wikimedia voranbringt. Und das ist für meine Begriffe auch der einzige Weg, der im Moment jetzt gangbar ist, weil alles andere ist, eine eigene Software zu bauen, die ist Quatsch. Das kann im Moment keiner und bringt auch jetzt erstmal nichts. Also da verzettelt man sich nur. Aber man ist auch darauf angewiesen, dass die Meinungsbildung unterhalb der Wikimedia Foundation und dieser ganzen Gruppe mal in die Richtung geht, mal eine Entscheidung zu treffen. Die kann ja in eine oder andere Richtung gehen. Das ist völlig wurscht. Also wir brauchen mal eine Entscheidung. Was wollen wir machen? Ist das eine Teil unserer Mission, dass wir außerhalb etwas aufbauen wollen, dass wir Wiki als Prinzip und als Plattform im Web unterstützen, ja, unabhängige Wiki-Projekte unterstützen, oder konzentrieren wir uns weiterhin auf die Wikipedia und die anderen müssen halt schauen. Und da wird schon seit Jahren drüber gestritten und letztlich müssen die Spitzen entscheiden, was sie jetzt machen wollen. Und die Debatten laufen im Moment. Mhm. Okay, gutes Schlusswort zum Thema Third-Party-Wikis. Man kann sich in den Shownotes zu diesem Podcast dann auch noch ein paar Links anschauen. Jetzt kommen wir zu der beliebten Kategorie Wikipedia Kurier. Wikipedia Kurier. Das vielleicht ein kurzes Wort. Der Wikipedia Kurier ist quasi die Klatschzeitung der deutschsprachigen Wikipedia. Und da tauchen eigentlich regelmäßig die Themen um, die die Community bewegen. Und zusätzlich kommen noch ein paar andere Themen dazu, aber das ist, will ich jetzt nicht so abschweifen, aber es gibt auch immer noch eine Rückseite, nämlich die Diskussionsseite. Und da finden auch zurzeit wesentliche Diskussionen statt zur Wikipedia. Deswegen kann ich das Lesen jeden, ob Nutzer oder Wikipedianer, nur empfehlen. Zurzeit tatsächlich überwiegendes Thema, drei Artikel allein jetzt als Nachlese zur Wikimania in Esinulario in Norditalien. Die Wikimania, die jährliche Konferenz, der weltweite Konferenz der Wikipedianer. Du warst dort. Kannst du ein kurzes Fazit geben?
Also mal das allererste, es war wahrscheinlich die Wikimania, die für meine Begriffe am ehesten auch den Geist von Wikimedia oder von dieser ganzen Bewegung spiegelt. Es war also ein ganz großartiger Ort. Der Ort hat sich wahnsinnig in die also engagiert und alles hergestellt, Glasfaser, Kabel verlegt und ich weiß nicht was alles, um diese Konferenz stattfinden zu lassen. Also das ist, sowas habe ich eigentlich auch noch nie erlebt. Das ist wirklich großartig. Man hat mir es auch erzählt, ich war jetzt nicht immer live dabei, aber das war also eine ganz großartige Leistung, die auch den Ort zusammengebracht hat. Und also ich glaube, von der Stimmung her, soweit ich wahrgenommen habe, war das schon super. Ansonsten die Wikimania, ja, da gibt es, glaube ich, Berufenere, die stärker in diesen Diskussionen jetzt eben drin waren. Ich war jetzt sehr stark in diesen technischen Debatten mit drin. Ich habe den Eindruck, dass wieder sehr viel mehr Projekte angestoßen wurden als in Wikimania vorher. Ich weiß nicht, was sagen denn? Ich habe jetzt leider den Wikipedia-Kurier nicht gelesen. Gibt es da eine Tendenz, was so gesagt wird? Begeisterung, absolute Begeisterung. Mhm. Es gibt ein paar Leute, gab auf der Diskussionsseite ein paar Leute, die halt nicht dabei waren und jetzt nach den Haaren in der Suppe fragten und die Leute sagten, okay, es war wohl ziemlich steil dort, also im geografischen Sinne musste man schon den Berg hoch und den Berg runter, so dass man manchmal von einem Talk zum nächsten einfach nicht die Zeit hatte, den zu erreichen, aber dann musste man wohl den Plan einfach umstellen. Ansonsten war eben die Woge der Begeisterung der Leute, das sieht man ja auch auf diesen Zusammenfassungs Bild, was so diskutiert wurde, da waren etwa ein Drittel sind da die Einheimische, was ja auch alles Freiwillige sind, mhm. Die da mit auf dem Foto sind und sind hellauf begeistert und die Wikipedianer äußern sich darüber, wie froh sie waren, nicht in einem Convention Center Bunker dem Tageslicht fern zu hocken, sondern wirklich in lebendigen Ort zu sein. Es gibt schon Vorschläge, es wieder in so ein Isinolario zu machen oder sich auf kleinere Städte zu verlegen, anstatt von Washington, Montreal, Hongkong. Ja gut, den Eindruck habe ich ja persönlich auch. Also die Wikimanias litten eigentlich immer darunter, dass es eigentlich ein Treffen von den Funktionären, also von Angestellten war und immer mehr dazu, die sich dort eben getroffen haben und die Community immer am Rande mitspielte, so ungefähr. Und es sollte ja eigentlich schon auch andersrum sein. Und man sieht ja auch an so einem Beispiel, also für mich war das auf einmal so klar, wenn man dann in dem Simulario steht und sieht, was da vor sich geht, wie wichtig das auch kulturell ist. Also wenn du halt in einem Convention Center in London stehst, in der teuersten Lage und da, keine Ahnung, ja, da wird eine 500.000 rausgeballert, nur um diesen Raum zu haben. Sag ich, Leute, was macht ihr mit 500.000? Es ist mir schon klar, dass Sachen was kosten. Aber ihr könnt doch im Prinzip, da kann ich ja eine halbe Uni im Jahr mieten. Also da kann ich sehr viel mehr tun. Ich kann Community-Stipendien sehr viel mehr machen. Und wenn das verstanden worden ist, wie wichtig das ist und dass man über die Art und Weise einfach auch die Zustimmung und die Motivation nicht killt, sondern im Prinzip fördert, dann ist viel passiert in Isinolario. Das ist sehr wichtig, weil wir hatten ja so ein bisschen Probleme oder beobachten können, wird immer wieder gesagt, laufen die Autoren weg bei der Wikipedia, den ganzen Schmarrn, den man immer liest, in den Feuilletons. Da mag immer was dran sein, aber es ist einfach enorm wichtig. Und es ist eine eigene Kultur und die muss man, glaube ich, berücksichtigen. Und die drückt sich natürlich auch an Veranstaltungsorten aus. Das muss ja nicht immer auf Kartoffeldruckniveau sein. Das muss ja nicht immer, verstehe mich nicht falsch, aber es darf schon auch was passieren. Also das darf schon auch was hermachen. Aber es ist sehr schwierig und da leiden auch, also das Problem haben auch andere Open Source Projekte, dass sie genau den Ton erwischen, der die Community auch erreicht. Das scheint mir gelungen zu sein. Das höre ich wohl heraus. Ich selber habe ja an der allerersten Wikimania in Frankfurt in einer Jugendherberge teilgenommen, wo noch gar nicht irgendwie Foundation oder auch die ganzen Vereine, wo auch kein Geld da war und so. Ne? Und das war auch sehr zusammenführend.
ich hatte dann den Eindruck, dann hatte ich mal ein paar Jahre ausgesetzt und dann hatte ich den Eindruck, dass gerade mit dem Community Village, mit dieser Sache, wo sich die einzelnen Organisationen innerhalb der Wikimedia-Welt vorstellen können, einfach wieder versucht wurde, dieses Gefühl wieder herbeizuführen. So. Und was ich jetzt so rauslese aus den Berichten aus der diesjährigen Wikimania ist, dass das durch den Ort gelungen ist, dieses Gefühl wieder der Gemeinschaft heraufzubringen. Ich bin auch sehr froh, dass das funktioniert hat. Ich war am Anfang auch, als ich gehört habe, es wird in Simulario stattfinden, war ich sehr skeptisch. Ich habe mir gedacht, Mensch, so ein kleiner Ort, kriegen die das hin? Und wenn das schiefgegangen wäre, dann hätten natürlich alle diejenigen, die von vornherein schon skeptisch sind, die hätten natürlich ein Argument gehabt. Und so haben wir jetzt eigentlich eine Chance, dass auch wieder mehr Mut bei der Wahl von Veranstaltungsorten und Veranstaltungsformen vielleicht auch mit reinkommt. Ich will jetzt nicht so viel jetzt reininterpretieren, aber im Prinzip war das, finde ich, ein wichtiges Signal, dass man auch mal was Alternatives ausprobiert hat, alternativ zu dem, was man in den letzten Jahren gemacht hat. Und da waren ja tolle Wikimanias dabei. Ich war in Haifa, das war großartig, war schon klasse. Also das ist nicht alles Mist, was vorher war, da will ich nicht raus. Aber so die Tendenz, wo geht es hin? Und das fand ich jetzt eigentlich schon eine ganz gute Richtung. Sehr schön, da freue ich mich. Wenn du auch das so empfunden hast, war ja jetzt auch nicht so weit weg von Deutschland. War das jetzt europäisch dominiert eigentlich, dadurch, dass es in Europa stattgefunden hat? Ja, das hast du natürlich immer. Also wenn du Europa ist natürlich sehr stark vertreten, wenn es in Europa stattfindet, das ist eigentlich bei allen Veranstaltungen so, ob das jetzt alle Techniker-Hackathons oder sowas sind. Aber es ist natürlich ein internationales Projekt. Das ist auch genau der Flair, den es aufstrahlt. Das sieht man auch auf den Bildern. Das ist auch enorm wichtig. Ich möchte aber anders sagen. Natürlich war der Ort super. Weil du fährst nämlich so eine Straße runter. Das ist also eine unglaubliche Bergstraße. Und unten springst du in den Koma See. Es war großartig. Ich möchte das nur empfehlen, sowas wieder zu machen. Und schauen, ob das nächste Mal wieder ein See in der Nähe ist. Okay. Alles klar. Ja, schön. Dann kommt jetzt der Ausblick. Veranstaltungen. Also Wikimania scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Dann kommt jetzt der Ausblick. Was steht bei dir jetzt so an in den nächsten, sagen wir mal, 2-3 Wochen oder 4? Oder freust du dich auf irgendeine große Veranstaltung, die jetzt ansteht? Ich habe jetzt erstmal Urlaub, darauf habe ich mich schon lange gefreut. Es stehen, also jetzt bei uns hier in der Handwelt stehen große Aktionen an. Also wir pushen unser Projekt ganz massiv. Wir haben ziemlich viel vor, was die Softwareentwicklung angeht. Darüber hinaus freue ich mich tatsächlich, es gibt ja wieder Veranstaltungen. Ne? Es gibt ja den Wikicon und es gibt die Semantic Media Wiki Convention in Frankfurt. Da werde ich wahrscheinlich auch hinfahren. Darüber hinaus bin ich eigentlich ziemlich gespannt, was jetzt wirklich aus dieser Stakeholder-Gruppe wird. Weil wir sind da eigentlich ziemlich gut unterwegs. Es wird so ein Memorandum of Understanding gemacht, wo man einfach mal aufschreibt, Leute, was wollen wir denn jetzt eigentlich gemeinsam machen? Dass es mal schriftlich ist. Und nach meinem Dafürhalten müsste dann so ein Arbeitspapier rauskommen. Und da bin ich sehr gespannt, weil dann kommt die Nagelprobe. Passiert da wirklich was in Richtung MediaWiki für, jetzt sage ich mal, für normalsterbliche Maintainer? Und ich bin gespannt und bin eigentlich ganz gute Dinge. Also das schaut ganz gut aus. Gibt es da eigentlich einen Link zu dieser MediaWiki User Group? Ja, mvstake.org. Ist ein mvstake.org. Und ich kann auch was empfehlen. Wir hatten nämlich letztes Jahr so eine kleine Umfrage gemacht. Ja, kleine ist gut. Das war ziemlich aufwendig am Ende. Unter MediaWiki-Nutzern. Und da ist ein Report rausgekommen, was Leute, die jetzt außerhalb der Wikipedia und der Wikimedia-Welt arbeiten, was die dann so machen mit dem Wiki. Da kommen so interessante Dinge raus, wie zum Beispiel, dass die meisten Downloads haben wir in China. Also extrem viele, was niemandem aufgefallen ist, weil eigentlich aus China jetzt niemand in der Community jetzt irgendwie, also ist im Verhältnis unterrepräsentiert. Und es kam raus, was die Leute so haben wollen, was sie dringend benötigen, das sind auch so Basics. Ne? Also
leichtere Installation des Webzentrums, besseres Editieren, schönere Oberflächen, ein einfaches Rechtemanagement. Solche Sachen kommen raus. Das wusste man so ein bisschen, aber man konnte es nicht einordnen, wie wichtig es ist. Und jetzt hat man mal eine Agenda. Und ja, schick mal den Link, dann packe ich den in den Shownotes dazu. Den mache ich dir, schicke ich dir gleich noch rüber. Ja. Und also ich kann sagen, was jetzt so was bei mir als nächstes ansteht, ist, dass ich hier diesen Blog voranschiebe. Das macht echt Spaß. Ich habe auch mal geforscht, was es noch für andere deutschsprachige Blogs, Podcasts gibt. Es gibt welche, die so im Durchschnitt 7 Folgen haben und 2007 eingestellt wurden. Gibt aber noch ein, zwei lebendige. Da vielleicht erzähle ich das einem der nächsten Podcasts ein bisschen was darüber, wenn ich das mehr erforscht habe. Dann bin ich immer noch an meinem Kalenderprojekt dran. Es gibt ja den Wettbewerb Wiki Loves Monuments. Weltweit nehmen da pro Jahr 40 Länder teil. Und ich, es gibt einen Verlag, der Print on Demand diese Dinge anbietet. Da verdiene ich fast nichts. Ich glaube, jetzt irgendwie 50 Cent oder 1 Euro pro Kalender. Die kosten dann 20, 30 Euro. Aber du hast halt dann bis zu A2 in Hochglanzqualität Kalender dann von Usbekistan oder von Aruba. Gleich mal nachschlagen auf Wikipedia. Das ist ein Land. Und die haben auch Baudenkmale. Und alle 10 Stück sind jetzt im Kalender drin. Ja, das ist aber sau viel Arbeit, dass die meiste Arbeit macht, herauszufinden, wer die Fotos gemacht hat, was auf dem Bild zu sehen ist und was die Lizenz ist. Mhm. Also nochmal kleiner Wink Richtung Wikimedia Commons, da ist auch, das ist auch nicht so einfach nachzunutzen. Ja, das ist ein erheblicher Handlungsbedarf. Aber ich finde es cool, ich finde dieses Format finde ich toll. Ich glaube, sowas braucht es auch mal. Und ich wünsche dir ja schon mal viel Erfolg damit. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Ja, und immer schön neugierig bleiben. Ja. Okay. Tschüss. Okay, ciao, Sebastian. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Weilroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Weilroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.